Moin Leute, ein Update von meinem R2-D2-Projekt aus dem 3D-Drucker. Ja, und ihr seht, der R2 steht auf seinen eigenen Beinen, hier in voller Pracht. Das heißt, aktueller Stand ist, ich habe eigentlich alle Teile fertig gedruckt. Also soweit, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, so Türscharniere und das ein oder andere Teil muss ich vielleicht nochmal korrigieren. Aber im Großen und Ganzen ist alles fertig gedruckt und ich habe ihn auch schon mal so, ja, weitestgehend zusammengebaut. Das braucht man einfach zwischendurch, auch wenn ich ihn leider wieder auseinanderbauen muss. Ja, einige Zahlen sind ja immer ganz interessant. Also ihr seht, ich habe hier mal leere Spulen Filament aufgestapelt. Das sind insgesamt 22 Spulen, also 22 Kilo Filament. Das ist nicht alles, weil ich habe noch ein paar Spulen angebrochen, die liegen noch im Keller. Also ich schätze mal, dass ich insgesamt ja, so 24, 25 Kilo verdruckt habe. Ein paar Fehldrucke waren dabei, aber das hielt sich Gott sei Dank in Grenzen. Also ich würde sagen, dass ich insgesamt weniger als ein Kilo irgendwie an Fehldrucken hatte. Ja, und ich habe auch schon Motoren eingebaut, hier in den Beinen. Und dadurch ergibt sich jetzt mittlerweile ein Gesamtgewicht von... Aktuell müsste er so circa 29 bis 30 Kilo wiegen. Ich hatte letztens in einem Video, hatten wir den gewogen, da war aber nur ein Motor da drin, da waren wir bei 27,2 Kilo. Naja, ich denke mal am Ende mit Elektronik und allem drum und dran, Batterien werden wir irgendwo bei 35 Kilo landen, vielleicht auch ein, zwei Kilo darüber. Ja, und daraus ergibt sich dann auch gleich das nächste Problem, nämlich ein Transportproblem. Das heißt, diesen Kollegen, den klemmt man sich nicht mehr einfach mal eben so unter den Arm, schleppt ihn in sein Büro. Aus dem Grund mache ich halt das Video auch hier bei uns im Wohnzimmer, wo es leider auch so ein bisschen halt, weil wir hier gar nicht so viel drinstehen haben. Aber ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ja, was habe ich jetzt zuletzt alles gemacht? Es sind einige Dinge passiert. Also ich habe die Beine fertig gedruckt und vor allem die Füße inklusive der Antriebe. Und der Zusammenbau der Antriebe, das ist auch schon wieder so ein richtig geiles Puzzle. Also ihr druckt Räder, ihr druckt Zahnräder, also alles mögliche, Motorhalterungen, das sind ganz, ganz viele einzelne Teile. Ich wollte erst den Zusammenbau filmen, aber wie das dann so ist, dann fängt man an und hier eine Schraube, da eine Schraube. Und vor allem ist das ganze Ding zusammengebaut und ja, dann will man das auch alles ja, zusammen, endgültig einmal zusammenbauen. Ah, und dann habe ich wieder die Filmerei vergessen. Aber ich habe zumindest so das ein oder andere Foto gemacht. Also die Füße sind auch echt kleine Projekte in sich. Macht aber richtig mega, mega Spaß. Dann, ja, das mittlere Bein ist auch fertig. Das mit den Rädern, das hatte ich euch ja gezeigt. Die Omni-Wheels da drin. Und was ich vor allem gemacht habe, ich habe jetzt in den letzten Tagen den Dommechanismus zusammengebaut. Also der Dom, der ist mittlerweile per Magnet hier oben drauf gesteckt. Das werde ich euch dann auch noch mal einblenden im Detail. Aber das Coole ist, den kann ich dann einfach abnehmen. Und ja, ich habe also die Halterung für den Motor gebaut, den Antrieb und hier dieses Kugellager, die sogenannte Lazy Susan eingepasst. Diese ja, Lazy Susan, das sind so Dinger, die normalerweise auf Tische kommen. Ihr kennt das doch oft, haben wir das beim Chinesen. In der Mitte ist so ein großer Drehteller, wo man dann die einzelnen Soßen und Gewürze jeweils zu sich hindrehen kann. Und sowas kommt hier als Kugellager rein. Ja, das war ganz schön Gefummel. Also das heißt, bis das dann alles an seinem Platz war, musste ich das ein paar Mal ein- und ausbauen. Die Magnete musste ich alle mit Epoxidharz einkleben, weil diese Biester echt ganz schön viel Power haben. Naja, aber letztendlich habe ich es dann geschafft, den Motor einzubauen. Und ich habe auch schon mal Batterien besorgt. Also ich habe mir hier zwei so Lithium-Batterien besorgt, 12 Volt. Der ganze R2 soll später als Hauptspannung 12 Volt haben. Ich habe im Moment noch einen Motor da drin im Dom, der mit 24 Volt läuft, weil den habe ich geschenkt bekommen. Den werde ich höchstwahrscheinlich noch mal ändern, da werde ich noch mal einen anderen einbauen. Diese Motoren sind auch glücklicherweise nicht so teuer.
liegen irgendwo immer bei 15, 20 Euro. Aber um das Ganze erstmal so einzupassen und zu testen, habe ich die Batterien jetzt einfach mal hier in Reihe geschaltet, um dann 24 Volt zu haben. Und jetzt will ich euch das mal zeigen. Ich habe gestern eine ganze Zeit damit gespielt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier mal die Kabel an die Batterien halten, dann dreht sich der Dom, hat er zumindest gestern getan beim Test. So, das müssen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen hemdsärmlich machen. Und geil, oder? Das ist unfassbar, aber man freut sich darüber wie ein kleines Kind. So, nochmal andersrum. Ich muss da noch so ein bisschen feintunen dran. Es gibt noch eine Stelle, die so ein bisschen schleift. Und ja, die Geschwindigkeit, da bin ich auch noch mal am Gucken, ob ich vielleicht einen Motor nehme, der einen Tacken schneller ist, weil runterregeln ist natürlich einfacher als raufregeln. Ja, aber das ist so der aktuelle Stand. Und ich bin echt mega glücklich. Also, wenn mir das jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass ich hier heute einen R2-D2 in Lebensgröße stehen habe, ich hätte es nicht geglaubt. Also ich bin da ehrlich gesagt auch so ein klein bisschen stolz drauf. Ja, und ich habe hier auch mal einen Zollstock, weil es kommt natürlich immer die Frage, ja, wie groß ist der denn? Und ich habe immer gesagt, ja, so schätzungsweise 1,10 Meter. Ich halte den jetzt mal hier dran. Und wir haben, oh, wenn ich das mal hier so anpeile, ich würde sagen, 1,06 Meter hat er ungefähr. Also das ist schon echt eine ziemlich coole Geschichte. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Was ist das Nächste? Wie geht's weiter? Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Teile, die geschliffen werden müssen. Ihr seht das hier, dass einige von den Einsätzen, die glänzen noch ein bisschen anders, das ist noch ungeschliffen. Ich muss noch die ganzen Verkleidungen von den Füßen, muss ich alle schleifen. Die ganzen Panels hier vom Dom, die müssen eingepasst werden und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch Türen. Bei den Türen, da kommen noch Scharniere rein und so. Also da gibt es unheimlich viel Kleinkram. Das Schöne daran ist, man kann sich immer so mal abends oder nachmittags, wenn man ein Stündchen Zeit hat, kann man sich einfach mal ein Teil rauspicken. Dann schleift man das Ganze in Ruhe, macht das dann auch schön ordentlich, dann lässt man es wieder ein bisschen liegen. Wenn man sich zu viel vornimmt, also wenn man sagt, oh, jetzt Samstag und ich will jetzt Samstag das ganze Ding schleifen, dann geht die Motivation in den Keller und dann wird es halt auch nicht so gut. Also das ist tatsächlich ein Projekt, wo man sich wirklich Zeit beinehmen muss, wo man ein bisschen rumprobieren muss. Also ich habe das in einem anderen Video erzählt, was Schleifen angeht, was Spachteln angeht, was Füller angeht und. Da muss man sich überall rantasten, aber es funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ja, und dann ist natürlich jetzt der nächste ganz, ganz große Schritt, die Elektronik. Ich habe das schon erzählt, der soll mit 12 Volt laufen. Die beiden Motoren in den Antrieben, das sind Motoren aus Elektroscootern, das sind 24 Volt Motoren. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der da sehr viel Erfahrung hat und der sagt, Paddy, lass die Antriebe nicht mit 24 Volt laufen. Das Ding geht ab wie Schmidts Katze, also 12 Volt reichen absolut aus. Naja, wenn ich da irgendwann mal einen Abschleppdienst für Smarts draus machen will, dann baue ich ihn vielleicht auf 24 Volt um. Aber auf jeden Fall, ich habe die beiden Motoren, ich habe den Dommotor und ich habe jetzt ganz, ganz viel Elektronik bestellt. Gesteuert wird das Ganze nachher über so einen Handcontroller. Das ist von der PlayStation, der nennt sich PS Move. Könnt ihr einfach mal googeln. Das ist im Prinzip ja, so ein Einhandcontroller, der dann oben so einen Joystick hat. Der wird, sage ich mal so, die Hauptsteuerung übernehmen. Das heißt fahren, Dom drehen, ein bisschen Blinky-Blinky und Musik. Und dann gibt es noch eine App. Und diese App, die steuert halt den ganzen Spielkram. Das heißt, hier kommen ja überall auch Lichter rein, Beleuchtungen. Die Panels, die sollen sich teilweise öffnen. Also hier oben auch, das soll auf und zu gehen. Die Türen sollen geöffnet werden. Hier kommt später ja noch ein Greifarm rein. Und. Und all das wird halt ja quasi über die Elektronik gesteuert. Das Ganze basiert auf Arduino. Da gibt es verschiedenste Systeme. Wenn ihr euch da tiefer mit beschäftigt, also was ich als Basis nehme, ist das sogenannte Shadow MD-System, Shadow Markduino. Das Gute ist, die Software, die Arduino Sketches, ein Sketch nennt man quasi das Programm für ein Arduino, das gibt es alles fertig. Das heißt, meine große Hoffnung ist, dass ich das relativ gut erstmal rudimentär zusammenschrauben kann, zusammenbauen, löten
und dann hinterher das Ganze dann entsprechend nach meinen Bedürfnissen optimieren kann. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ihr seht, ich bin wie immer total begeistert. Ich kann auch immer nur sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, macht es einfach, startet da einfach mit, wächst an dem Projekt. Also es gab viele Sachen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Aber jetzt bin ich natürlich super glücklich und ja, natürlich dann auch, wie ich das schon gesagt habe, so ein klein bisschen stolz darauf. Ich denke, jetzt wird es auch erstmal wieder eine längere Pause geben, das mit der Elektronik, da muss ich mich erstmal reinfuchsen und wenn man da noch nicht so drin ist, dann ist es natürlich schwierig, das auch gleich mitzufilmen und wenn ich da ein Video drüber mache, dann will ich euch natürlich auch irgendwie so ein paar Einblicke geben. Also da werde ich mich jetzt erstmal reinfuchsen. Ja Leute, ich bin natürlich wie immer super gespannt auf eure Kommentare, vor allem auch von den Leuten, die parallel mit mir angefangen haben, so ein R2 zu bauen. Den einen oder anderen, den gab es da ja. Also schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wenn ihr selber schon ein R2 gebaut habt oder ja, was auch immer. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute, möge die Macht mit euch sein. Tschüss.